Ich habe gerade überlegt, ob ich so reinkomme, so richtig schmörgi-mäßig mit so, ich will der Allerbeste sein. Und dann habe ich mir gedacht, nee, mache ich nicht. Jetzt habe ich es ja doch gemacht. Eine Sache muss ich aber direkt zum Anfang wieder erwähnen. Es geht schon wieder nicht der Chat im Bild. Ich verstehe es nicht. Ich habe ihn heute neu eingerichtet, liebe Leute. Das ist echt schade jetzt für Pokémon, aber naja, gucken wir mal. Da, wo der Chat eigentlich stehen würde, ist einfach jetzt nichts. Das ist einfach nichts. Kann man da was reinmalen oder so? Aber ich weiß auch nicht, was man da jetzt so auf spontan reinlegen kann. Ihr wisst, wie begabt ich in solchen Dingen bin. Starten jetzt erstmal rein. Digga, das ist einfach zu wild. Es ist einfach zu wild. Ich bin so gehypt. Wir gehen jetzt da rein. Wir gehen jetzt da rein. Doch, doch, keine Sorge, ich habe schon Pokémon gespielt, macht euch mal keine Sorgen. So, Leute, Leute, es geht auf jeden Fall los. Denkt dran, wir kommen lange nicht zurück nach Hause. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge. Das machen wir. Speedrun jetzt, Alter, mit mir Speedrun, ne? Speedrun ohne zu reden, das wäre auf jeden Fall meine Live-Challenge. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Wir sind auf jeden Fall ein Junge. Wir sind ein Junge. No front an die Girlies, aber wir sind ein Junge. So, wie heißen wir denn? Sind wir Jan? oder einfach nur Sommer? Ist nicht noch so Sonderzeit? Ja, vielleicht hier so? Ah nee, das ist aber das Falsche. Aber... Nee, ist das Richtige, ich Idiot. So, ist das zu krass? Wie ist das? Wir lassen es einfach nur bei Sommer, oder? Wer ist denn Sommers Erzfeind? Blattdieser. Winter wäre auch geil, ne? Winter. Ich glaube, noch kein Mensch auf der Welt, noch keiner, und zwar wirklich noch keiner. Und es gibt Millionen, die schon Pokémon durchgespielt haben, haben es zustande gekriegt, so lange zu brauchen. Ey, Leute, es geht echt los, ne? Ja, was für eine Art Speedrun wollt ihr denn heute? Oh, also Eich hat nebenan nach dir gefragt. Ja, komm, Junge, gehen wir doch mal zum Eichi. Ich glaube, wir können auch irgendwann übrigens ein bisschen schneller laufen. Da kriegen wir so Turbo-Treter oder so, oder? Oder war das bei der anderen Edition? Boah, da kriegen wir erst so spät hier ein Fahrrad. Das ist einfach nur ein Scheiß. Es ist einfach nur ein Traum, wieder ein Scheiß, ey. Das ist echt nervig ohne Turbo-Treter, ne? Aber wir haben einen Speedrun-Knopf. Ich könnte ihn natürlich auch drücken, aber dann wäre die Musik auch gespult. Also ich glaube, ihr hattet euch für Glumanda entschieden, oder? Außerdem macht er es mir damit schwerer. Weil ich dann bei der Steinarena, da habe ich bestimmt Probleme, so gut wie ich bin. Die ist doch die erste, ist doch die Steinarena. Ha, wir haben's. So, wie nennen wir Glumanda? Pisa-Samen. Komm, wir nehmen Marcel. Aber wir nennen ihn auch tatsächlich, würde ich sagen, Marcel 94. Einfach mal Ehre, wem Ehre gebührt. Komm, Leute. Der hat euch alle schon mal zum Zubber gemacht. Inklusive mir. Ich habe dann natürlich entzappt, weil der Content ging mir richtig auf die Eier. Aber, dann irgendwann hat er mich wieder zum Server gemacht. Ach so, ohne A, ne? Sorry, 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 Leute. Ja, ist ja gut, ist ja gut. War einfach mal zu gut in Rechtschreibung. Endlich kann ich meinen Eltern sagen, was aus mir geworden ist. Alter, jetzt gibt's auf jeden Fall erstmal einen fetten Fight. Will er jetzt nicht direkt kämpfen? Ach, du Lusche. So, Leute, jetzt geht's aber mal richtig los. Winter kommt. Wollen wir das erst schwächen oder gehen wir direkt? Komm, wir machen die aggressive Methode. Wir kratzen einfach. Wir kratzen. Ich glaube, es macht halt eigentlich voll Sinn, erstmal so abzuheulen. Aber wir machen jetzt einfach einen Stream, einen Kampf. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir treffen. Dann hat Chiki keine Chance. Komm, Junge. Komm, Junge. Jawoll! Jawoll! Was willst du denn, Winter? Ab mit deinem Shigi, hast ja nicht mal einen Spitznamen, Junge. Was? Unmöglich. Ja klar, du hast falsche Pokémon ausgesucht. Hättest du immer Marcel suchen sollen im Sommer. Winter. Seid die Geister. Das wird ein richtig wilder Ritt. Das wird ein richtig wilder Ritt. Oh, guck mal, sie ist vom Supermarkt. Oh, guck mal, Werbegeschenk. Ein Werbegeschenk. So macht man das nämlich. Erstmal eine Hand reichen. Nicht immer einen verlangen. Erstmal einen Supertrank verschenken. Gute Frau. Pokémon. Slow down, walk. Und dann, oh, was ist denn mit dir kaputt? Ja, Marcel lässt sich nicht einfach so wieder platt machen. Wir haben einen Trank, Taubsi. Da habt ihr gesehen, wie clever ich den Trank eingesetzt habe? Trank gegen Taubsi. Aber Leute, wir sind schon Level 7. Marcel ist auf einem guten Weg. Ich sag's euch, der Junge kann was. Ist das dieselbe Version wie die normale rote, nur eine andere Grafik? Ja, genau. Ist es genau dasselbe, ist nur ein bisschen, bessere Auflösung.
genau. Also ich bin so ein Heiler. Ihr werdet sehen, ich bin so einer, der sich wegen 6 KP schon heilt. Einfach muss immer clean und full sein. Clean und full in einem Satz. Super. Erstmal in den Supermarkt wahrscheinlich, oder? Ja, wir holen erstmal einen 6er. Das fühle ich auf jeden Fall. Ich bin hier schon wieder nur Laufbursche für Eich, Alter. Was denkt er, wie er mit Sommer umgehen kann? Ich weiß noch original, wenn man hier lang geht, dass hier ist der Weg zur Pokémon-Liga später. Jetzt ist nur noch die Sache, jetzt habe ich dieses Paket. Kann ich schon Pokébälle kaufen? Das habe ich gerade gar nicht abgecheckt. Also ich grüße ihn von mir. Mann, ey, das ist für mich richtig wie so ein Opfer. Ich will mal sehen, ob der Speed... Oh, habt ihr das gesehen? Guck mal, ich hab Turbo-Treter. Hä? Habt ihr schon mal solche Turbo-Treter gesehen? Überkrass. Next Level, ich bin Simsala. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir gleich erstmal gucken, was wir uns so holen. Alter, Winter war schon immer so ein arrogantes Arschloch, ne? Hier wird dein Lachen noch vergehen, Junge. Wie sauer bist du auf Winter wegen seiner Haarpracht? Ziemlich. Das war schon immer ein großer Konfliktpunkt in unserer Beziehung. Jetzt gucken wir mal. Radfratz. Brauchen wir nicht, oder? Das wäre jetzt auf jeden Fall die Locken-Challenge gewesen. Da hätte ich es fangen müssen. Aber Radfratz will uns auf jeden Fall, ne? So, erstmal heilen. Ist ja lange her, ne? Müssen wir auch sparsam mit unserem Geld umgehen. Holen wir uns noch irgendwas direkt im Markt? Ich glaube, Gegengift ist gar nicht so... Alter, wir haben direkt 3000. Wie geht das denn? Gegengift ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So wegen Vertania-Wald. Kaufen wir mal 5. Ich finde, wir sind richtig gut ausgestattet. 5 Gegengift. Ey, man muss immer auf sicher gehen. Gift ist was sehr Unschönes, Freunde. Man muss immer mal... Das muss man wie so ein Salbei-Bonbon zücken können, so ein Gegengift. Mal kurz sehen, was hier er macht. Oh nein, bitte. Oh nein, nein. Er ist der Typ, der jetzt erklärt, wie man das macht, ne? Ah. Aber danke für die Erklärung. Hab voll was gelernt von dir, Norbert. Es kommt aber auch nur Ratzfratz. Ratfratz heißt es übrigens. So, jetzt geht's richtig rund. Da ist Winter. Der Wichser. Digga, er haut aber ganz schön rein hier. Gleich Level 9. Was ist mit ihm los? Komm. Komm, Junge. Alter, Marcel ist so hungrig. Gott, ey, wenn der jetzt, der könnte mich killen, ne? Shiggy könnte jetzt, das könnte eng werden, das Ding. Wir müssen einen Volltreffer machen, wir müssen hier im Volltreffer landen. Ey, der nimmt doch nicht echt einen Trank, oder? Ey, Junge, ist das denn ein abgefuckter Ernst? Ehre genommen, ne? Da habt ihr die fünf Tränketaktik gesehen. Und das Gegengift in der Hose hat uns die Sicherheit gegeben. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Das sagt er dann nach dem Kampf. Wie kann man denn so einen Realitätsverlust haben? Mach dich ab, Winter. Zieh dich zurück, da wo du hergekommen bist. Gibt's hier irgendein schönes Pokémon? Irgendein cooles? Gibt's da Mankey? Echt, wollen wir uns einen Razzaf machen? Das ist natürlich aber clever, ne? Das ist clever gegen Rocco. Ist Mankey nur da? Oh, Digi, da haben wir es schon. Level 3. Der Junge will noch ein bisschen trainiert werden. Gucken wir mal. Was ist mit ihm los? Ey, frech. Kennt ihr noch von früher, dann so, dass gesagt wurden, diese Tricks? Du musst B gedrückt, halt ein B nach unten oder du musst ganz viel A drücken. Dann bleibt das Pokémon drin. Die guten alten Schulhof-Tricks. Gegengift jetzt. Ey, so will ich sein. Ernst? Was ist denn bitte mit Mankey los? Ihr könnt euch schon mal einigen, wer Mankey ist. Komm, das ist doch nicht zu fassen, Alter. Mankey. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Der killt mich hier, ne? Der killt mich gleich, der kleine Kollege. In den Meisterball. Komm, Junge. Yes! Ey, ich habe mich gerade wirklich so gefreut, ne? Schmutzko oder was? Ist das Schmutzko? Schmutzko ist auf jeden Fall sehr, sehr deluxe. Komm, Schmutzko. Normalerweise würde ich jetzt denken, man holt sich kein 6er-Team, man holt sich so ein stabiles 3er-4er-Team, was man in gut ausgewogen trainiert. Aber wir können ja ein paar mehr fangen und wenn wir dann mal ein bisschen, also ansonsten trainiert man mal einzelne mit Speedrun schnell ein bisschen höher. Ey, es ist so krass, dass wir gerade Pokémon spielen, ne? Ich finde das so schön.
Oh, guck mal, oh, hier habt ihr das gesehen. Deswegen, für sowas spielen wir das Remake. Zeig, was du kannst, Junge. Hä? Habt ihr gesehen, wie eiskalt Schmutzko ist? Der Mann wird auf jeden Fall einiges reißen in seiner Karriere, ich sag euch das. Alter, Donnergeburt. Wicked League ist ein Schiss dagegen. Schiss. Yes! Oh Gott, Alter, wie soll ich das erklären? Wieso sind sie so laut? Naja, ich habe gerade ein Pikachu gefangen. Das hat nur 5% Fangrate. So ist doch top. Ich sag's euch, Pokémon ist auf jeden Fall, das war wieder eine Idee. Ach Leute, davon zerren wir noch Jahre. Jahre. Ja, was ist denn hier mit Bob, dem Baumeister, eigentlich los? Boah, hier. Na? Gegen Gift. Ich spiele immer nur bis zu dem Ding, wo wir schon mal waren mit Speed und danach wieder normal. Das ist doch ein Deal, oder? Ich meine, stellt euch mal vor, ich würde diese ganzen Wege noch im normalen Tempo gehen, Alter. Wie lange wollen wir denn spielen? Sommer findet Trank. Da müsste eigentlich stehen, Trank findet Sommer. Jetzt sind wir mal Moria City. Hier haben wir Chanera. Hier, ist das nicht ein Chanera, das ist Pummeluff. Okay. Die Frage hat sich wohl beantwortet jetzt. Danke. Oh, Digga. Danke. So kann man... Achso, warte. Oh Gott, was will sie denn jetzt? Das ist der Slogan. Das ist er. Nur, dass die das schon mal, dass die Leute auch Bescheid wissen. Hast du vor, auf E-Sport Pokémon zu trainieren? Safe. Die E-Sportler können sich schon mal warm anziehen, das ist klar. Ich will Nein sagen. Ich will Ja sagen. Ich sag Nein. So, also klar. Es ist gleich da drüben. Hier, dieses riesige Gebäude, was größer ist als ein Schloss. Komm, rein da. Rein da, Alter. Natürlich. Als wäre uns das nicht mindestens so viel wert wie ein Trank. Tja, ich hab schon eins. Ich hab eins. Ja, ist doch super da, oder? Oh, Dauerkarte. Wenn jetzt jemand in den Stream einschaltet, ne? Also ich würde safe direkt wieder ausschalten. So, was ist mit ihm hier? Gibt er mir jetzt den Tipp? Achso, das ist ja er hier. Sorry, Alter. Was? Ah, und ich drück auch nochmal Nein, ey. Diggi, ich war doch schon da. Du hast mir das doch schon erzählt. Weiß er nicht mehr. Können wir hier schon rein mit Mankey Level... Wollen wir schon in die Arena gehen? Mit Schmutzko Level 9? Hier, komm, lassen wir ihn mal. Er hat immer so seinen Talk. Er sagt dann, das hier ist die Steinarena. Ich will dir ja keinen Tipp geben, aber das, was auch Regen bedeutet, das hilft gegen Stein. Danke. Sag doch einfach, dass man Wasser braucht. Hier, habt ihr schon das Museum gesehen? Schnauze. Onix ist Level 13, okay. Es könnte echt schwer werden, ne? Es könnte wirklich schwer werden. Schmutzko kann überhaupt nichts. Wir können es ja probieren. Ich habe gespeichert. Einmal ausprobieren. Fußkick ist halt echt nicht stark, ne? Das ist halt die Scheiße. Schmutzko hat einfach keine Verteidigung. Komm, Junge. Das ist doch nicht dein Ernst, Schmutzko. Junge. Ich glaube, das wird so noch nichts, Leute. Also, Kleinstadt haben wir, aber... Wir haben nicht mal einen Beleber für Schmutzki. Oh, shit. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Es war aber zu erwarten. Wir hätten da schon ein bisschen stärker wahrscheinlich trainiert. Oh, man verliert sogar Geld. Sommer fällt in Ohnmacht. Ist ihm noch nie passiert. Sommer rannte zum Pokémon-Center. Wie unrealistisch ist das denn? Ja, wir müssen ein bisschen trainieren. Was soll ich euch erzählen, Leute? Ja, Ash hat, glaube ich, auch damals gegen jeden zuerst verloren. Das ist auch eigentlich so der Weg des Kriegers. Ja? Man muss erstmal auf die Fresse kriegen, aufstehen, immer wieder aufstehen und irgendwann wird man ein King. Sommer hat dann Rocco donated. Geh nochmal ins Museum, du musst etwas übersehen haben. Screw93 finde ich auf jeden Fall überkrass. Überkrass. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Doppelkampf gegen Screw93 und Marcel94. Und am Ende kommt noch ein Schmutzko und gibt euch den Knockout, Alter. Und Luna singt. Ich glaube, wenn Luna Gesang lernt, dann hat keiner mehr eine Chance. Hattet ihr auch so eine Lampe über dem Game Boy Color, wo man dann irgendwie so besser sehen konnte im Dunkeln? So.
Karateschlag. So, das könnte jetzt schon mal den Hebel noch umlegen. Komm, wir probieren es nochmal. Wir wollen hasseln. Wir wollen es nicht ganz so einfach haben. Komm, Leute. Ich denke, auch Karate müsste stärker sein als Fußkick. Fußkick war ziemlich lame gegen kleine Gegner eben. Jetzt müssen wir gucken, was wir gegen Onix machen. Das war's, Leute. Wenn er trifft. Schmutzko, unser Gott. Schmutzko, unser Gott. Was für Broke. Gib uns unser Geld wieder. Weißt du was, Rocco? In deinem Namen steckt K.O. drin. Idiot. Felsorden erhält Sommer. Auf Anhieb. Sommer gewinnt 1400. Alter, aber da ist Zorro aber auch ein Gönner, ne? Macht hier direkt aber Verdoppler. Dein Affe hat meine Steine besiegt. Hier ist ein Taui. Oh, wer ist er denn jetzt? Ah, wir haben die Turbo-Treter. Deine Mama. Oh, guck mal, was wir jetzt für Tempo zulegen können. Das ist lebensverändernd. Mir hätte auch mal jemand Turbo-Treter schenken sollen im echten Leben. Hätte wahrscheinlich echt was gebracht. Guck mal, ey, guck mal, was wir für eine geile Crew haben, Alter. Mit Screw, mit Luna, mit Schmutzko, Marcel 94, Donnergeburt. Unglaublich, ey, wie kacke das aussieht. Ich sehe das hier gerade jetzt im Stream, dass dieses Chatfenster einfach leer ist. Was kann man da reinschreiben? Hier könnte euer Chat stehen. Erste Ordencheck. Ich gucke einmal ganz kurz, ob ich das hier regeln kann. Erste Ordencheck. Fünfmal Gegengift-Check. Das wäre auch noch ein gutes Ding. So, nur für die Facts. Broke as fuck. Komm, den nehmen wir auch noch. Alles gut. Broke as fuck kommt noch rein. Schulden bei Zorro, ne? Was sollen die Leute denken, ne? Ich komme in so einen Pokémon-Stream rein. Schulden bei Zorro. Sieht doch super aus. Wollen wir mal Turbo-Treter und Speed-Taste drücken? Junge, Junge. Die erste Entwicklung des heutigen Abends. Des heutigen Abends vor allem. Der Reise. Boom. Was? Dein Marcel 94 wurde zu Glutexus? Ist immer noch Marcel 94. Ich dachte schon, Alter. Was? Das ist ja überkrass. Ja klar, bin ich interessiert. Okay, super. Pass auf, gibt's irgendeinen Bruder, der jetzt schon weg kann? Luna kann auch Quali-Runden in der Box machen. Jetzt ist nur die Frage, Spike behalten wir auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir behalten jetzt erstmal das Team so und wir trainieren erstmal nur Marcel und Donnergeburt. Na gut, komm, dann gehen wir jetzt einfach mal da rein. Gehen jetzt mal da rein und dann gucken wir mal, ob wir Donnergeburt da ein bisschen hochkriegen. Jetzt dreht langsam Donnergeburt am Rad. Alter, aber X-Bat ist auch geil, ne? X-Bat ist auch ein richtig geiles Pokémon. Es wird echt interessant. Welche sind immer nur so phasenweise, so Etappenfreunde? Und welche bleiben wirklich fürs Endteam, Homies? So, eine Sache kann man sagen. Oggi hat das irgendwie alles so eingestellt, dass ich tatsächlich Pokémon, die normalerweise einen Tausch benötigen, um sich zu entwickeln, entwickeln kann. Ich weiß zwar nicht wie, aber auf jeden Fall geht's. Also auch ohne Tausch. Demzufolge sind theoretisch alle möglichen Pokémon auch... Also alle Pokémon möglich. Wer Pokémon nicht ehrt, ist Gangster-Rap nicht wert. So ist es. So, Leute, hier, Zubat. Wollen wir uns das krallen? Wollen wir uns einen Zubat holen? Vielleicht gibt es noch ein Mondberg-Museum. Einfach nur Oggi, ja? Perfekt. Komm, Oggi ist ein guter. Diese Statik-Eigenschaft von Donnergeburt ist krass, ne? Jeder, der ihn angreift, ist sofort... ist sofort paralysiert. Trank der Woche. Trank der Woche. Müssen wir auch immer küren, auf jeden Fall. Alter, weißt du, was ich immer hasse in solchen Höhlen? Wenn es so drei solche Leitern nach unten gibt und vier nach oben und so. Das ist auf jeden Fall schlimm. Und man nicht weiß, wo man hingehen soll. Generell größter Hass eines Dungeons. Ey, stellt euch mal vor, ich würde Gegengift-Merch rausbringen. Wir sind draußen. Wir sind draußen, Leute. Okay, liegt da wieder was? Ah, ich hab's doch. Hab langsam den Blick. Sind gerade in Azuria City angekommen. Ja, und werden jetzt, bevor ich den Stream beende, noch versuchen, den zweiten Orden zu holen.
Mach lieber die Nugget-Brücke. Ja, stimmt, da sind ja auch noch einige Trainer, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt schon die Arena von Misty schaffen. Oh, da kämpfen wir jetzt ja gegen Dings, ne? Gegen hier, Winter. wollen wir erstmal unseren Rivalenkampf gegen Winter machen? So, was kaufen wir jetzt hier? Also wir kaufen auf jeden Fall erstmal ein Gegengift. Ja, hier kriegt man irgendwann ein Fahrrad, oder? Hier ist der Fahrradladen auf jeden Fall. Ich glaube, man kriegt das als Werbesponsor oder so. 1 Million, danke. Erstmal sprechen wir hier Officer Rocky an. Ja, also wenn die Polizei machtlos ist, dann müsst ihr mal besser eure Pokémon trainieren. So stark sind die Jungs gar nicht. Schau mal. Dieser, ich hasse ihn, ne? Ich hasse ihn. Die Musik mag ich. Aber er ist ein richtiger Assi. Hi, Sommer. Für dich noch immer Jan Sommer, du Eule. So, Junge. 4 Pokémon? Was ist los mit ihm? Sehr gut. Ach. Ja, oh mein Gott, Alter. Wie schlecht kann es denn laufen? Das wird jetzt ein lustiger Kampf. Komm, Junge. Yes! Volltreffer zurück. Dein Gesicht. Ich wollte eigentlich Donnergeburt noch ein bisschen trainieren. Es ist halt so witzig. Vielleicht haben wir Donnergeburt völlig umsonst die ganze Zeit gepusht, weil das Problem ist einfach, Donnergeburt hat so eine schlechte Verteidigung. Das wird halt auch in der Arena gegen Starmie da bei Misty nicht viel regeln können. Aber gut, gucken wir mal. Wir können dafür die Gegner paralysieren. Das ist natürlich ziemlich geil. Marcel hat auf jeden Fall die Klöten. So, was los, Winter? Naja, ich hau ab, mach es gut. Heul leise, Winter. Zieh dich. Was kommst du denn jetzt zurück? Er hat ja sogar recht. Was für ein Assi, Alter. Ein redseliges Plappermaul wie du. Sommer gegen Winter demnächst bei Diltily. Also jetzt ist die Frage, soll ich die Arena schon probieren? Wollen wir probieren, ob wir die schaffen oder machen wir die Nugget-Brücke? Ach stimmt, Misty ist gar nicht da, ne? So ist es. Ah, die ist bei Bill. Ah, komm, lass wir ihn erst nochmal erklären. Champion ins B, ich habe einen Tipp für dich. Wasser-Pokémon benutzen Wasserattacken. Bis bald. Ja, da ist doch Misty. Oder will sie noch nicht? Sie ist doch hier. Oder ist das nicht Misty? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist im Feuerrot alles ein bisschen anders. Kauf lieber noch ein paar Gegengift. Mir sagt alle lieber noch mal trainieren, ne? Vielleicht haben wir ein bisschen KI-Glück, was auch immer. Aber heul nicht, wenn sie dich nass macht. Nein, auf keinen Fall. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Okay, schauen wir mal. Wir geben dir jetzt ein bisschen was auf deine Wassermütze. Ich glaube, Starmie ist halt echt zu doll. Ich könnte natürlich bei Starmie auch als allererstes Donnerwelle machen, aber ich glaube, wenn es Pikachu angreift, dann ist es sowieso paralysiert. Dann hau ich lieber drauf mit Pikachu. Auf jeden zuerst Welle machen, ja? Scheiße. Ah, ui, ui, ui. Komm, nicht verwirrt. Sei nicht verwirrt. Komm, du schaffst es. Komm. Super. Boah, Aquawelle ist natürlich fies. Das war's wohl. So, Freunde. Das hat er mal voll hingehauen. Ja, ich wollte es ja mal ausprobieren. Diese Aquawelle-Attacke ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Die gab es in den ganz alten Generationen noch gar nicht, oder? Es ist auf jeden Fall eine Wasserattacke, die den Gegner verwirren kann. Die auch relativ stark ist. Und ich glaube, früher gab es das nicht. Ah, 3. Generation, okay. Und wie weit müsste ich Donnergeburt leveln, damit es Donnerblitz kann? 26. So krass, ich habe aber auch noch so ein Retro-Trash-Wissen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass es hier links in dem Gestrüpp Abras zu fangen gibt.
Abra wäre auch so ein interessantes Ding, wobei ich nicht weiß, wie Simsala so ist. Also Simsala hat einen krassen Spezialangriff, aber Verteidigung ist, glaube ich, Dreck. Simsala sehr stark. Stark, okay. Aber musst du Kadabra nicht tauschen, damit es sich entwickelt? Ich glaube, das hat Oggi irgendwie anders programmiert, dass das hier nicht so ist. Ach, super. Das ist auch so geil. Möchtest du auch Mitglied von Team Rocket werden? Wir machen richtig teuflische Sachen. Voll geil. Als Maul. Wir können Mitglied werden. Donnergeburt geht allmählich aber auch ab. Hat wirklich Power auf einmal. Hier wohnt auf jeden Fall Bill. Bill ist, glaube ich, der Typ, der das Pokémon-Box-System erfunden hat. Der Mann ist anscheinend nicht zu Hause. Oder doch, er ist doch zu Hause. Er ist es. Gut, da haben wir ihn. Der gute Bill. Jetzt frage ich mich, wie hat er sich denn aus Versehen in einen Pokémon verwandelt? Was hat denn der Junge falsch gemacht? Ach ja, die MSN. Ich habe früher als Kind immer MSN gesagt. Ich glaube, das Ding heißt MSN. Gut, ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts. Oh, was ist denn hier passiert? Um Gottes Willen. Team Rocket hat die TM-Schaufler gestohlen. Oh Mann. Diese Halunken. Und das Beste ist jetzt, glaube ich, man hat doch eben schon so einen Team Rocket-Heini da hinten gesehen. Guck mal hier. Und das ist das jetzt nicht der Team Rocket-Typ? So, weißt du, so, er ist so der beste Dieb ever, weißt du? Er hat einfach gerade original das ganze Haus leer gemacht und parkt da vor der Tür. Oh ja, hier, ich mache hier gar nichts. Ich stehe hier nur und gucke auf das Wasser. Ich glaube, hier ist Pension. Da können wir gleich ja gucken, wen wir, kann man nur eins abgeben? Stimmt, Carpador ist doch eigentlich geil, oder? Komm, wir geben das mal ab. Das ist wirklich am schwierigsten zu trainieren. Noch eins geht nicht, ne? Ja, okay. Nein, ist gut. Was? Was laberst du wie jetzt schon? Wie geil ist er denn? Er will direkt Noni haben, aber... Nach 2 Sekunden. Ey, geil, dass du wieder da bist. 100 Euro bitte. Kampffahnder. Okay. Bevor wir Orania City unter die Lupe nehmen, gehen wir vielleicht hoch. Trainieren hier noch ein bisschen. Diese Radikals darf man nicht unterschätzen. Hyperzahn. Das könnte sein, dass er mich damit killt. Nee. Oh Gott, aber jetzt bin ich. Jetzt ist Donnergeburt weg. Krass. So, jetzt Donnerblitz. Jetzt haben wir's, Leute. Der ganze Aufwand dafür, dass Misty gleich Donnergeburt one-hitted. Die Gefahr ist halt leider wirklich da, ne? Starmie ist ziemlich übel. Wir sind da. So, Freunde der Sonne. Erst der Steinjunge, jetzt das Sternmädchen. Genau so machen wir das. Jetzt wird sich angeschnallt hier. Jetzt geht's richtig rund. Guck mal, was Donnerblitz kann. Ich habe gar nicht geguckt, wie stark Donnerblitz ist. Ja, mit Volltreffer. Den hätten wir mal gegen Starmie gebraucht. Jetzt geht's los. Komm! Komm, Junge. Volltreffer. Ach. Aber vielleicht haben wir Glück und können zweimal. Yes! Donnergeburt hat's geregelt. Es ist einfach nur ein Knaller. Wir haben den Quellorden. Boah, ist diese TM3... Aquawelle, das ist so eine krasse Attacke. Aber gut, wir haben, glaube ich, kein Wasser im Pokémon. Ja, Lapras später. Wen trainieren wir denn jetzt als nächstes? Und bleibt Donnergeburt überhaupt ein Mate fürs spätere Team? Ich meine, erstmal ist klar, wir werden Donnergeburt jetzt erstmal so ein bisschen... Haben wir jetzt erstmal dabei. Um den Jungen haben wir uns lang gekümmert. Aber wen wollen wir als nächstes trainieren? Oder fangen wir was speziell? Wir könnten nämlich auch einen Abra fangen. Ist halt die Frage, ne? Weil, also, Simsala hat schon auch Style. Ja, und jetzt haben wir's. Okay, komm, Abra. Jetzt bleib! Yes!
Capital Bra. Oder wir machen Capitabra. Capitabra. Also ohne All. Aber warte mal, am Ende ist es ein Simsala, ne? Na, ist egal, komm. Capitabra. Capitabra, wir haben das Spiel durchgespielt. Auf jeden Fall Endteam-Kandidat. Zweimal Trank-Check finde ich auf jeden Fall auch super. Zweiter Orden-Check, fünfmal Gegengift-Check, zweimal Trank-Check, einmal Fluchtseil-Check. Das reicht erstmal. Wir werden uns mit der Zeit noch mehr einfallen lassen. Aber so wissen schon mal die, die neu dabei sind, sofort Bescheid. Von ihm kriegen wir das Fahrrad, dafür, dass wir gehört haben, dass er einen Galopper mag. Er ist ein richtiger Prollo, aber auch gleichzeitig, ne? Ich brauche kein Fahrrad, ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ja, flieg doch mit deinem Ibitak. Ist auch so geil, ne? Die Fahrräder kosten einfach 1 Million Euro. Und dann ist so, ach, du hast ja einen Gutschein. Hier. So, Capitan Bra kann jetzt auch selber kämpfen. Genau jetzt, wo wir wieder nach Orania City zurückgehen. Genau, auf jeden Fall, was ich auch noch sagen... Oh, es entwickelt sich ja sogar direkt. Und Konfusion erlernt. Kiko und Speedrun. Nein. Wir haben weder einen Habitak noch wollen wir Porenta, oder? Mag jemand Porenta von euch? Gut, Leute. Gehen wir jetzt erst zur MSN? Nee, komm, wir gehen erst mal in die Dicta-Höhle, oder? Digga, Level 2 und 2. Ach, ich mach Teleport, Alter. Das war mal richtig clever. So, schauen wir mal. Boah, zack. Einwurf. Treffsicher. So, Dickdarm. Juff. Komm. Yes. So, Blickdrina. Auf jeden Fall. Okay, Freunde. Es war gut. Dann holen wir Blickdri schon mal ab und legen wir Spike ab. Den brauchen wir halt bisher noch nicht. Die Fahrradmucke soll bei meiner Beerdigung gespielt werden. Safe. Oh, Relaxo ist auf jeden Fall ein richtiger King. Richtiger King. Dann noch einmal ins Center. Ich würde sagen, wir gehen auf die MSN. So, mal eine Sache noch. Kennt ihr noch damals diese Hex? Also gibt es da tausende. Wo hier auf der MSN irgendwie so ein Lastwagen ist oder so. Wenn man einen Surfer hier schon hat. Und da, dass da angeblich ein Mew ist. So diese geilen Kindheitsdinger. Ja, das waren immer die geilsten Dinger, ne? Auch diese Missing Goes und so. Killer. Boah, Fukano. Ich hab so Bock auf einen Fukano eigentlich. Ich hab einfach diese Mew-Geschichte. Ich weiß sogar noch, wer die mir erzählt hat und in welcher Straße ich dabei gestanden habe. Ich hab zu dem Typen überhaupt keinen Kontakt mehr oder so. War so Kindheitsfreund halt. So 10 Jahre alt oder 8. Wie alt war man denn da? Ah, sie ist auf jeden Fall die Krankenschwester an Bord. Auf Lapras habe ich halt auch so Bock. Ey, Lapras, Arcani. Also es wird auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ein paar Begleiter geben, die selbst jetzt noch ganz gut an Bord sind, die mit der Zeit verschwinden werden. Ich kann es mir vorstellen. Wir haben die Speed-Taste. Wir werden uns ein krankes Endteam machen. Mein Lieblings-Pokémon. Also ich mag Tauros gerne. Metagross finde ich krass. Glurak ist auf jeden Fall auch krass. Boah, es gibt viel zu viele. Aber das sind ja schon mal welche. Scherox. Scherox finde ich auch sehr krass, auf jeden Fall. Ich muss aber wirklich sagen, ich mag diese dritte Pokémon-Generation auch sehr gerne. Saphir-Rubin. Die habe ich noch wirklich als Kiddie gespielt. Also Rot, Silber und Saphir. Ich mag auch hier Gardevoir. Alter, Capitan Bra steppt hier so nice durch, ne? Alter, ist ja echt ganz schön... Alter, was? Oh, da ist er. Ich renne aber auch einfach durch. Winter, ich komme. Da bin ich jetzt aber in die Falle gerannt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Okay, Leute, drückt mir die Daumen. Winter ist nicht zu unterschätzen. Der Mann kann tatsächlich was. Na, okay, Level 19. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr erwartet. Was ist los? Aber hier, der hat jetzt aber nicht krass trainiert. Der hat jetzt aber ganz schön Welle gemacht dafür. Der hat sich ja kaum verbessert seit der Nugget-Brücke. Dabei waren da 80.000 Trainer. 40 Pokémon gefangen, sollst du mal lieber trainieren, Junge. Jetzt habe ich mir nicht durchgelesen, wo ich den Zerschneider herkrieg.
Welchen alten Mann? Oh Gott, na gut, Gott sei Dank habe ich euch. Dem Kapitän geht's gar nicht gut. Erstmal seine Bücher abchecken. Mal sehen, wie seine Kotze aussieht. Okay. Aber sofort, wir sind auch Mann der Tat. Sommer ist Mann der Tat. Rubbelschrubb. Und ihm geht's wieder gut. Ach, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Das ist einfach so geil, ne? So random, wie schnell es auch einfach geht. Och, danke. Gerade fertig gekotzt. Und jetzt erstmal, willst du Zerschneider lernen? Hey, Bruder. Krass, er kann das auch, ne? So eine VM kann man nur einmal, aber er kann das einfach so. Er zeigt dann dem Pokémon so, hier. King, was für ein geiler Captain. Einfach mal Zerschneider. So, das Schiff geht jetzt erstmal hier weg. Einfach klasse. Jawohl, Blitz. Komm, wir gehen mal kurz zur Muttern nach Hause. Mal sehen, ob sie sich freut. Danke, Mama, danke. Hauen wir mal wieder hier ab. Vielleicht macht Eich ja irgendwas klar. Vielleicht hat der mehr als einen Kaffee im Schrank. Ja, haben wir schon. Tudüm. Hier sind wir jetzt. Ah. Gibt es hier vielleicht irgendwo was, wo man Zerschneider noch ganz cool einsetzen kann? Ah. Beim Museum. Ah, siehst du, dafür habe ich euch da. Endlich wieder Museum. Eigentlich müssen wir mal wieder reingehen und Fuffi reindroppen. Wir können da Rocco anpumpen. Wir machen jetzt mal eine Oggi-Blickdreh-Show. So machen wir das. Komm, erstmal machen wir hier zum Warnwerden die Arena-Mitarbeiter da. Wir gehen auf richtig dreist mit Oggi rein. Komm, zeig mal, Major. Beim Arena-Kampf ist man immer so ein bisschen aufgeregt auch. Ja, kriegen wir hin. Aber ich hätte gedacht, dass Major Bob ein bisschen besser gelevelt ist. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Ey, ist das denn... Ja, okay, aber jetzt macht das hier aber auch Doppelteam des Grauens, ne? Wahrscheinlich kann man Raichu jetzt gar nicht mehr treffen. Aber Raichu kann uns halt auch nicht treffen. Man hat dann ja keinen Einfluss. Oh, das wird jetzt wirklich lange dauern, ja. Alter, das wird ja richtig krank. Wir treffen das ja nie mehr. Einfach mit einem Treffer. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Major Bob besiegt. Wir sind noch reicher geworden. Major Bob gibt nämlich Geld. Rocco klaut Geld. Du bist ein besonderes Kind. Pokémon können diese Attacke erlernen. Ah, ich dachte, das wäre für mich. Okay, pass auf, Leute. Wir gehen mal kurz zur Pension. Wir müssen ja eh in die Richtung, oder? Wir haben jetzt alles andere geregelt. Wir müssen jetzt eh hierher zurück. Was los? Soll ich das mitnehmen? Alter, wir sind wirklich rich as fuck. 38.000. Ja, das hast du gut gemacht. Wir haben's, Leute. Genau, also auch falls sich jemand wundert, also der Weihnachtsbaum ist für 2021. Kiko, kannst du nun eigentlich den Poké-Rap? Hast du geübt? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin noch dabei, ja, in der Übphase. Ich konnte ihn aber als Kind auswendig. Als Kind konnte ich ihn. Ich hatte auf jeden Fall damals auch so Anime-Hits-CDs. Wer von euch hatte Anime-Hits? Bin stolz, Nein sagen zu können. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wie viel dieses Spiel doch einfach nur aus Kämpfen besteht. Ne? Es ist ja einfach nur Kampf, 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 Kampf. Ein bisschen Story, Kampf, Kampf, Kampf. Oh, gibt es hier nicht auch so einen Turm, wo man später hinsurfen kann? So einen Turm, wo so Elektro-Pokémon gibt oder so? Traumato. Traumato könnte die Blitz-Ho werden. Ist das denn so? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier aussieht. Welche Ironie, ne? Kasodos trägt ein Gegengift. Aber benutzen tut es es nicht. Okay, ich kenne den Weg nicht, aber dafür kenne ich den Speed-Knopf. Höhlen sind immer so Spots, da hat man nicht so Bock drauf bei Pokémon, finde ich. Also generell habe ich auf alles Bock, aber ihr wisst, was ich meine. Georus. King. Stimmt, GOT wäre auch krass gewesen. Scheiße. Heißt es eigentlich Macholo oder Macholo ausgesprochen?
Ob uns jedenfalls so ein Kollege nochmal entgegenkommt, dann fangen wir den. Ich weiß nur nicht, ob Mahmut eine 94 drin hat, aber bevor es diese Dudelmusik nicht weggeht, lassen wir es jetzt einfach dabei. Stellt euch mal vor, ich hätte das mit ohne Blitz gespielt. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so lustig geworden. Also für euch nicht. Für mich auch nicht. Sommer hat Perle gefunden. Sehr nice. Da ist der Ausgang. Boah, hier sind ja noch mehr Trainer. Guck mal, hier liegt was. Hier liegt was. Wir haben doch Adleraugen mittlerweile. Tragosso ist doch, hat doch so eine voll die traurige Geschichte, oder? Ist das nicht Tragosso? Tragosso trägt den Schädel von seiner Mutter, Alter. Okay, das ist auf jeden Fall stabil. Okay, Freunde, wir sind angekommen bei der Suizidmucke vom Pokémon. Mal sehen, wie die jetzt klingt. Legendär. Jetzt könnte ich euch auch so eine richtige Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Eine schaurige. Ja, im Prinzip ist ja mein Gameplay schon eine schaurige Gute-Nacht-Geschichte. Wir gehen jetzt in diesen Geisterturm. Ah, warte mal. Im Geisterturm kämpfen wir erstmal gegen Winter. Dann fangen wir mit Marcel erstmal vorne an. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt erstmal hier jeden in der Stadt an. Den EP-Teiler gibt es, glaube ich, wenn man 50 Pokémon gefangen hat. Deswegen müssen wir random auf jeden Fall ein bisschen mehr fangen. Ach, erst der Name Bewerter, aber nicht der Name Veränderer. Oder kann er das auch? Alter, ist ja geil. Das finde ich geil. Welchen wollen wir bewerten lassen? Welcher ist der? Capita Bra, oder? Ein schöner Name. Ey! Nein! Was bist du denn? Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Seid ihr am Start? Winter ist gefährlich. Also, glaube ich. Alter, er hat aber auch 5 Pokémon. Das ist echt nicht schlecht. Hätten wir mit Donnergeburt anfangen sollen. Na gut, er wird bald Glurak, dann... Na gut. Oh, er ruft zurück. Interessanter Move. Was ist das denn? Wir nehmen Donnergeburt. Er ist auch nicht so clever, macht Panzerschutz. Er hätte Pikachu jetzt mal schön wegknallen können. Ah. Aber wie schwach Pikachu in der Verteidigung ist, ne? Winter hat über 40 Pokémon gefangen, aber nur 5 dabei. Stimmt, der hat doch letztes Mal so geprahlt. Das ist auch ein Schnacker, ne? Ja, wenn wir Pikachu zu Raichu machen, dann könnte das Ding noch ein bisschen abgehen. Das braucht auf jeden Fall irgendwie, muss man die Verteidigung von Pikachu künstlich pushen. Ey Leute, das wird wirklich, also was wir mit in die Pokémon-Liga später nehmen, ich habe keine Ahnung. Wir werden noch mehrere trainieren, die Potenzial haben. Ja, mach hier nicht so eine Welle, Winter. Ihr habt gesagt, ich kann hier noch nicht rein, aber ich kann doch hier hoch. Ganz oben kannst du nicht rein. Okay, und soll ich jetzt da trotzdem ein paar Kämpfe machen? Was ist der Plan? Okay, ich habe verstanden. Wir heben uns die Kämpfe auf. Direkt nach Prismania. Was haben wir denn hier für nice Biker, hä? Wir haben auch ein Bike. Was ist los mit deinen rosa Haaren? Komm doch. Was ist hier? Kann man hier durch? Dass die immer alle... Oh, ich bin so durstig, dass man die alle immer mit einer Schorle beeindrucken kann. Ist hier nicht ein Team Rocket-Member? Auch so geil, ne? So, du sprichst einfach so einen an, random auf der Straße. Da kommt, halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten raus. Ja gut, ich... Weiß nicht, wer du bist. Machen wir als erstes hier mal direkt die Arena? Boah, was ist er denn feiner? Hehe, ist das dein Bruder? Ja, offensichtlich. Oh, hier ist ja gar nicht dieser Typ, der immer sagt, Champ ins B. Und warum hat Winter eigentlich immer schon gewonnen? Gut, das wird halt jetzt wirklich natürlich mit Marcellen Zuckerschlecken, die Arena. Boah, Alter, aber die sind echt nervig, ne? Jetzt haben wir's, Leute. Da. Crazy. Och, Schönheit Ramona. Hey. Ja, Leute, also, ich würde sagen, ran an den Feind. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Was ist mit dir los? Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Was hast du denn für ein Ego gefressen? Ich habe Feuer-Pokémon dabei, Erika. Was sagst du jetzt? Was ist los mit Erika? Hat er wirklich ein bisschen viel am Kraut geschnüffelt. Puh.
Wow, kommt auch direkt mit Saat 10 ja rein. Junge, Junge. Die haben halt keine Chance gegen Flammenwurf, ne? Ist halt einfach unfair. Das ist wie mit Turtok gegen Rocco. ...2900 drückt Erika ab. Und jetzt kommt's. Ja, und Marcel ist nicht hier. Leute, drück B. Guck mal, wie Marcel es wollte. Marcel wollte es, obwohl er nicht im Stream dabei ist. Er hat's geschafft. Aber wie geil Fuase sich eingesetzt hat gerade für Marcel. Hey, Abbruch, Abbruch! Du hast eigentlich schon recht. Aber jetzt ist es ist jetzt passiert. Es ist passiert. Wir können natürlich jetzt auch an der Stelle des Spiels stehen bleiben. So. Glurak ist 1,40? Alter, Marcel ist so ein Bruder. So ein Bruder. Gigasauger. Ist aber eine geile Attacke für X-Bart, also für Oggi. Kiko, hast du schon einen Münzkorb? Nee, wir haben noch nichts in Prismania gemacht. Noch gar nichts. Hol mal den Münzkorb und kauf dann Münzen im Casino wegen Dratini. Gucken wir gleich. Können wir uns das leisten oder ist das irgendwie richtig viel Arbeit, sich Dratini zu holen? Dragoran ist schlecht? Ich glaube, Dragoran ist doch überkrass, oder nicht? Okay, Leute, also, wir gehen jetzt erstmal hier nach und nach die Stadt durch. Dazu müssen wir erstmal uns aufs Fahrrad schwingen und ich will mal sehen, was es hier gibt. Vierte Orden, check. Achtmal Supertrank, check. Glurak, check, finde ich gut. Einmal Feuerheiler, check. Einmal Perle, check. Sehr gut. Dass die neuen Leute auch verstehen, was wir hier für ein Grind haben. Wir haben einfach ein Evoli gefunden. Das lag auf dem Tisch. Einfach mitgenommen. Die anderen kommen auch noch alle dran. Macht euch keine Sorgen. Und es passt halt auch noch wirklich. Das ist kein Zufall. Ich frage mich vor allen Dingen auch, wie das immer so geht, ne? Was haben die da für eine Technik? So, er findet so den Ball. Oder wir. Und dann ist so, oh, okay, ja, nice. So, und dann so, und dann ist er auf einmal so auf dem PC. Ist auch so geil, das Eich hier, wenn man jetzt Select hier drückt, weil Eich nicht will, dass man Fahrrad fährt im Gebäude, kommt Eich einfach so, aus Alabastia ruft er, Sommer! Zu wild, wie geil, wir kriegen einfach Nachtara. Ich bin richtig Fan gerade auch, Fan. Guckt euch das doch mal an, das ist doch schon ein Endteam. Museum Dauerkarte kriegt so einen Spot, weil die ist so wichtig, das kriegt so einen ganz eigenen Spot. Ob VBT, Diltili oder Pokémon, hier gibt es Battles, so ist es. Hol dir einen Münzkorb, okay. Ja, ich gehe eh. Wir gehen jetzt einmal schnell in jedes Haus rein und dann geht's weiter. Ich hole mir nur ganz kurz einen Tee. Spielhallen auf jeden Fall immer so eine Sache für sich. Sehr gefährlich. Oh, was sagt er? Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Au. Oh. Ja, diese Vibes mag ich auf jeden Fall auch. Jetzt müssen wir halt mal umgekehrt wissen. Dratini? Das geht ja sogar. 56k. Ja, jetzt ist nur die Frage, wollen wir denn Dratini auf jeden Fall holen? Machen wir uns definitiv einen Dragoran fürs Endteam. Kauf zwei Dratini, du Bonze. In der Safari-Zone ist es schwer, aber man kann es da fangen? Alter, wie nice ist denn hier? Jetzt ist der Flex am Start. Jetzt machen wir hier Knossi-Stream, Leute. Ja! Und hier könnte ja, hier ist ja kein Schalter hinter keinem Plakat. Wollen wir mal eine Runde spielen? Wir spielen eine, oder? So. Okay. Wollen wir einmal probieren, drei Siebenen zu holen? Das war's mit Pokémon. Kiko kommt nicht mehr vom Automaten weg. Ja, komm! Ah! Doch, 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 Leute, macht euch keine Sorgen, wir gehen gleich weiter. Jo! Ach, ich dachte, Muschas bringt irgendwas. Komm, wir wollen einmal drei Siebenen. Freispiele kommen gleich. Komm, Leute, ihr wollt's doch auch, komm. Wie viel gibt das? Digi! Da steht's ja rechts. Alter, wir haben gerade richtig abgeräumt. Oh, um Gottes Willen. Junkie kickt rein. Komm nur noch auf 100 runterspielen. Oder wir gewinnen. Wir erspielen uns Dratini. Boah, das ist knapp, Alter. Es wäre so nice, wenn... Glaubt ihr, es gibt hier auch andere Spiele? Jetzt gucke ich dem ehemaligen Battle-Rapper Kiko dabei zu, wie er Pokémon streamt und dort im Casino einarmiger Bandit spielt. Das kann man nicht erklären.
Es gibt nur dieses Spiel. Pass auf, wir spielen nur noch auf 100 runter. Ich würde gerne nochmal einen so einen 7er Gewinn abräumen. Diggi! Das ist so krass, Alter. Ich will hier keine Werbung fürs Casino machen. Aber man muss auch wissen, wie man die Knöpfe drückt. Was soll ich euch sagen? Wir sind mit 0 da rein. Wir haben nicht mal einen Cent reingesteckt. Wir haben 50 von den anderen Spielern gekriegt. Glaubt ihr, das hat schon mal jemand gemacht? Hier länger so gespielt? Ich habe eigentlich gesagt, dass ich dann aufhöre, ne? Aber wir müssen noch auf 400 jetzt runter. Komm, ihr wollt's doch auch. Ihr wollt's doch auch. Komm. Komm. Oh mein Gott. Komm. Wir holen uns dieses Stratini. Wir holen uns dieses Stratini. Aber warte mal. Wenn man das wirklich gezielt machen kann. Ja, am Anfang sieht man die 7 nicht, aber hier. Ja, okay, aber komm, den Rest können wir uns jetzt auch kaufen. Also lief doch wie geschmiert. Die schlechten Seiten kommen durch. Der Starteinsatz war wirklich null. Okay. Wollen wir nochmal gucken. Wir brauchen 2800, ne? Wollen wir nicht noch eine Runde am Banditen machen? Ich meine, wir können uns wirklich Geld sparen. Wir können wirklich ein bisschen Geld sparen. Komm, wir zocken noch. Kommt, Leute. Das ist so einfach. Oh, komm, wie er sich auch gefreut hat. Ey, das ist ja richtig schlimm für die Förderung jedes Kindes, dieses Spiel, ne? Nee. Ich habe da zu viel Angst vor. Komm, wir machen jetzt noch ein paar Runden. Ansonsten geben wir gleich die 40k aus. Das ist doch keine Geier. Fuck you. Wir kommen alle in die Hölle. Wir haben Geld. Wir zahlen es Cash. Cash. Ja. Wie nennen wir Dratini? Wer ist denn überhaupt Dratini? Knossi, Alter. Eben. Niemals Herkunft vergessen oder verleugnen. Knossi ist gut. Dratini zum Züchter? Das ist mal eine gute Idee. Die gefällt mir echt gut. Ja, auch geil. Sie, so kleines Mädel. Super. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Sag's bitte keinem hier. Du hast die wichtigste TM des Spiels dafür. VM, Entschuldigung. Seltsam. Boah, was ist denn das für eine Musik jetzt? Habt ihr das gesehen? Hier sind wir aber durchgegrindet. Oh, kämpft man hier nicht auch das erste Mal gegen den Team Rocket Boss? Ist das dein Ernst? Was ist denn mit Kasodos? Silberblick. Das ist doch eine Beleidigung. Da behalte ich lieber Platscher. Ich behalte lieber... Nee. Wir behalten Platscher. Was Giovanni angeht... Oh, hey, ich habe den Lüftöffner verloren. Bester Mann. Jetzt geht's gegen Giovanni. Guck mal hier, der Boss, Alter. Gehen wir erstmal an seinen Rechner. Setz dich auf seine Couch. Ich bin hier der Boss. Ich bin hier der Boss. Wicht. Wicht. Schade, dass Oggi nur noch einmal Sieger-Aura statt Gigasauger hat. Für Rihorn wäre es nämlich perfekt gewesen. Kapitabra ist so ein King, Alter. Hangama auch ein nices Pokémon. Oh, das könnte gefährlich sein für Kapitabra. Dann würde ich doch mal sagen, das erste Mal kommt Marcel zum Einsatz, oder? Also Marcel 95 jetzt. Mach Psycho-Welle-Lele-Lele. Das war's mit Giovanni. Mach auf dem Sofa ein Foto. Wer ist jetzt der Boss? Wer ist der Boss? Stell seine Pflanzen um. Okay, Freunde. Unser Auftrag in Prismania City ist erledigt. Was meint ihr? Nochmal ganz kurz rein? Komm, einen Automaten noch. Einen noch. Ich weiß auch nicht, wie das hier zu kommen konnte, Leute.
Das müssen wir immer zwischendurch machen zum Energietanken. Hier, wir müssen mal direkt ins Türmchen hier gehen. Gibt's im Turm Automaten? Eigentlich Gengar wäre auch so ein Pokémon, was geil wäre, oder? Joflian ist unser Discord-Manager. Der wollte doch unbedingt Gengar sein. War das nicht so? Also, wenn wir irgendwann mal Gengar haben sollten. Genglian haben wir jetzt. Super, super, super. Ich schätze mal... Oh! Nehmen wir Bones MC oder Crow? Yay! Völlig aus dem Nichts. Stell dir vor, ich hätte einfach die Speed-Taste drauf behalten. Darauf erstmal ein paar Umdrehungen. Ist wirklich so, ne? Wegen dem K. Oh, wollen wir Alpollo fangen? Ah, 777, ja, okay. Alpacho 777. Yes, jetzt haben wir sie. Jetzt holen wir uns noch Relaxo, Leute. Midox wollte auf jeden Fall Relaxo sein. Wer ist Pimpf? Pimpf wird Nocturne. Das ist ja unglaublich, ey. Wir haben es geschafft, Freunde. Gibt er uns eine Angel? Ja. Ja, super. Was ist denn überhaupt die nächste Stadt, wo wir hin wollen? Ja, ist die Frage, Fuchsania oder Saffronia? Alle Pikachu-Fans weggucken. Pikachu lebt in unseren Herzen weiter. Auch bekloppt, ne? Wieso hat denn ein Raichu mehr physischen Angriff als Spezialangriff? Gut, es kann auch zwei normale Attacken, aber die eine davon ist kacke und die andere haben wir beigebracht. Ich mag weder Pikachu noch Raichu. Ja, soll's auch geben. Wenn ihr hier von Schokolade und Süßigkeiten redet, habe ich echt ein bisschen... Ich habe heute nicht wirklich viel gegessen, muss ich sagen. Vielleicht so einen kleinen Snacky. Aber ich werde dann so am Mikrofon vorbei. Ich kann mich an diese Route gar nicht erinnern. An die linke Route von Prismania. Was? Ich dachte erst Level 40. Uff. Das ging jetzt schneller als erwartet. Frau Boga. Sehr gut. Frau Boga. Eingesackt. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Och, ihr Gott. Und direkt das nächste. Dancefloor ist doch Killer, oder? Alter, die ist aber echt lang, die Route hier, ne? Was ist denn los bei denen? Jo. Wir haben hier einen Slowrun. Und den gibt's auch nicht alle Tage. Ohne Spiele und Namensgebung wäre der Tune gar nicht so langsam. Ja, kann sein. Feierabend, Freunde. Leute, es klingelt aber auch wieder. Boah, da ist er. Das ist geil. Hast du gefangen? Ja, habe ich. Hast du doch gar nicht? Doch, habe ich. Gut, wir brauchen noch 18 Pokémon, Leute. Also, ich würde sagen, wir gehen in die Safari-Zone, oder? Wie geil, ich habe Bock auf die Safari-Zone. Wir sind in Fuchsania. Leute, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, erstmal machen wir den typischen Stadtrundgang und Talk, oder? Die sind aber so geil im Pokémon, ne? Ich bin der ältere Bruder von dem und dem. Magst du angeln? Ja, ich mag angeln. Ich finde dich richtig sympathisch. Hier, hast du eine Angel. Danke. Wer ist denn er? Wärter. Der Arme. Komm, wir kaufen mal ein paar Hyperbälle, oder? 10 Stück. 10 Hyperbälle erstmal. Ich habe die Dinger, das habe ich ewig nicht gegessen. Das ist geil, die sind doch so süß wahrscheinlich. Doch, kann man machen. Wie viel kostet eine Safari-Zonen-Tour denn? 500, okay. Das kriegen wir hin. Kiko-Vibe. Safe, das ist es. Ist das nicht mega selten? 4%. 4%. Wir haben es in unserer ersten Safari-Tour. Das ist so richtig Pikachu-Bertanerwald-Style. Slefflor. Attacke. Ui. Jetzt haben wir hier direkt nochmal DJ Dodu. Komm. DJ Dodu, ne? Kann gar nichts. Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ah, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Sind die denn alle bekloppt? Wir sind doch erst auf unserer zweiten Route. Die spinnen doch. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Tada! Super!
Okay, Leute, dann geht's mal ab in die Arena. Ich habe auch Bock auf ein bisschen Arena-Vibes. Die Arena von Fuxania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Na, da habt ihr euch ja was Tolles ausgedacht. Ihr giftigen Leute. Okay, ich dachte, das ist eine Gift-Arena. Warum haben die denn jetzt hier alle Psycho-Pokémon? Gift kommt noch, okay. Weil ich glaube, Safronia City ist, glaube ich, Psycho-Orden, oder? Traumauto finde ich auch immer noch super. Seid ihr bereit für die fünfte Arena? Hahaha. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. Oh, auch geil. Nice Mucke. Los geht's. Guck mal, was Koga so kann. Er meint's ernst. Er hat vier Pokémon auf jeden Fall, die gut gelevelt sein werden. Smogon, ist das denn dein Ernst? Wir gönnen uns eine Psychokinese. Oder ihn. Ihn. Capitabra ist es einfach. Was, nochmal Smogon? Was hat er denn jetzt noch? Hat er jetzt nochmal Smogmog wahrscheinlich, oder? Ja, hier nochmal Smogmog. Das könnte sogar eine Psychokinese überleben. Capitabra, er ist es. Hat er mal kurz alle rasiert, ist auf Level 42 hoch. Es war schwer. Es war schwer. Am Ende knapper, aber verdienter Sieg. Und 4300. Er macht nicht einen auf Rocco. Er gibt aber nochmal richtig nochmal Urlaubsgeld. Kauf dir ein Schiff. Komm, kauf dir ein Schiff. Ja, Leute, wir gehen jetzt hier rein. Ich habe halt Bock auf Tauros. Wenn wir es fangen, lass uns doch mal Tauros trainieren. Nidorina? Komm, wir lassen sie bei Nidomina. Sie wollte Nidomina sein, also wird sie es auch nicht. Einfach mal so ein Tauros. Alleine, weil das schon so lange dauert, ist es schon für mich ein Endteam-Kandidat. Einfach, weil das lässt auf sich warten. Wir haben es jetzt alle. Alles außer Chanera und Tauros haben wir gefangen. Da kommt noch was, da kommt noch was. Wie viele Schritte haben wir noch? 27. Komm, Junge. Komm, Junge. Moin, Nano Eschka. Komm, jetzt. Jetzt. Komm. Ich sag's euch, Leute, wir haben noch 3 Schritte oder so, ne? Wir haben noch 3. Ich schwöre, wir haben noch 3 Schritte. Das ist einfach frech. Rick Ross. Als ob jetzt Team Rocket Stress macht mit Rick Ross an deiner Seite. Wir haben noch 5 Schritte. Es gibt nicht mal mehr einen Kampf. Es gibt nicht mal mehr einen Kampf. Das war der letzte. Das ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Wir haben auf jeden Fall auch hier wieder beim Angeln auch schon Facettenreichtum. Jetzt nur noch ein Dratini und da haben wir sie doch fast alle. So, jetzt kommt was. Vor allem, wir haben es uns so teuer erkauft, aber gut. Ohne, muss man auch sagen, unser Dratini namens Knossi, was wir gefangen haben, was wir gekauft haben, haben wir uns erspielt. Ohne das wären wir niemals auf den Spielo-Vibe gekommen. Ein 1% Chance auf Dragonier. Gold Roger. Yo, natürlich. Warum nicht einfach noch eins? Gucken wir mal, ob irgendwas hier noch geht. Wir müssen echt nochmal in die Spiele, also da führt auf jeden Fall mal gar kein Weg dran vorbei. 1%ige Chance, ne? So, reicht jetzt. Reicht jetzt. Iva Drago haben wir. So, was fehlt uns jetzt hier noch? Was fehlt uns denn jetzt noch mit der Superangel? Gleich noch eins. Wollen wir jetzt Dragonaldo hinterherhängen, oder? Das ist nicht wahr, Alter. Ah! Immer diese Taurosse. Jawohl! Leute, Geduld zahlt sich immer aus im Leben. Immer. Jim haut hier 7,77 Euro raus und schreibt 777 in die Nachricht. Bruder. Nee, das ist so geisteskrank, ey. Danke, 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 Brudi. Wollen wir das zweite Relaxo auffangen? Wir haben ja das erste Relaxo Midoxo genannt und ach genau, das weibliche Relaxo war für Lini.
Super. Okay, wir haben ein Relaxo-Pärchen. Leute, dafür auch wirklich mal einen fetten Glückwunsch. Ich finde das auch einfach geil, dass wir hier alle so zusammenarbeiten. Wir haben zwei Relaxos und das ist im echten Leben auch noch ein Pärchen. Müssen sie nur noch in die gleiche Box später packen. Ab mit denen in die Pension. Bevor wir diese fette Route jetzt machen, wäre es doch sinnvoll, noch zwei Pokémon zu fangen, die wir nicht haben, weil dann kann ich Rick Ross den EP-Teiler geben. Okay, super. Den EP-Teiler haben wir, jetzt machen wir das Kraftwerk und dann gehen wir in die Stadt vom 6. Orden. Oh, was haben wir denn hier für eine Mucke? Boah, das ist groß hier. Ich mag das ja nicht, ne? Also, wenn es so viele Wegmöglichkeiten gibt. Seid ihr da dabei? Warum ist Tension handeln? Ey, es passt halt auch noch perfekt, ne? Das ist ja wohl nicht zu glauben. Ey, Balotelli ist ja wohl viel zu wild. Komm, Haaland ist einfach zu wild. Haaland, tut mir leid. Ich bin ein bisschen schon durcheinander. Ach du Scheiße. Was? Hier ist es einfach. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Komm, 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 komm. Oh. Komm, 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 komm. Ah! Einfach mit dem Superball. Wir haben es einfach mit dem Superball gefangen. Ja, ohne, weißt du, als Joel hier reinkam, haben wir es gefangen. Bei Yldos war es. Durch Yldos ist es entstanden. Glaubt ihr, da gibt es noch irgendwas Nices? Weil es ist so auf Verirren ausgelegt. Donner. Pff, einfach Donner. Das ist gut. Dann jetzt ab nach Safronia. Was? Ich habe doch gar nicht gesagt, ob du ihn haben kannst. Was ist das denn? Das ist bestimmt das nächste Item, was man vom Professor Eis Assistenten bekommt. Den T-Teiler. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier alle Häuser ab. Oh, was ist hier denn los? Was sind das eigentlich für Assis da in dieser Pokémon-Welt? Ey, da ist richtig Krieg, ne? Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Ey, einnehmen. Was willst du noch? Ich habe noch gar nichts vorher zu dir gesagt. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Giga cool ist auf jeden Fall auch ein nices Wort. Rocco ist aber ein Abzieher, ne? Mach dich schon mal darauf gefasst, Ludo. So giga cool ist das nämlich gar nicht. Seid ihr bereit für das tollste Gebäude dieser Pokémon-Edition? Kommen da einem eigentlich auch Pokémon entgegen oder sind da nur Trainer? Das Hilfco-Gebäude, boah. Nur Trainer, okay, na immerhin. Komm, boah, der Soundtrack knallt auf jeden Fall rein. Ist nicht hier in diesem Gebäude auch der Meisterball? Boah, was sind das für ein Ton? Das läuft auch im Drum Tower. Ach ja, man braucht ja hier auch noch so einen Türöffner und so, oder? Boah, das Dungeon ist die Hölle. Verzeihst du mir, wenn ich dir helfe? Nee, das kann ich dir nicht verzeihen. Jetzt geht's erstmal gegen Winter. Winter fängt meistens mit seinem Tauboss an. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Hast du auf mich gewartet? Hast du auch sonst nichts zu tun? Ich hasse ihn, wirklich. Ich hasse ihn. Aber 5 Pokémon, der Junge ist stabil. Ah, er hat doch echt schon Tauboss. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er noch so hat. Bei Turtok können wir Capitan Bra eigentlich drin behalten. Aber man sieht jetzt schon, Winter ist eigentlich schon ein relativ stabiler Zeitpunkt. Level 40, du hast eine richtig gute Arbeit geleistet. Junge, du bist der King. Wir können ja eigentlich Rick Ross mal ausprobieren. Kukano ist Was für ein Buckel Rick Ross hat, ne? So, sehr gut, sehr gut. So, jetzt gegen mich selber kämpfen. So, das war's. Siehst du, Oggi, deswegen habe ich dich reingeholt. Deswegen. Also Sommer, ich ziehe dann weiter. Du Fähnchen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Du hast noch nicht einmal gegen mich gewonnen, du Rotzlöffel. Eingebildeter Fatzke. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse, vielen Dank. Nimm dieses Pokémon, was extrem selten ist und super krass ist. Was mir selber helfen würde. Aber nimm du es. Danke. Ach, sie ist die Heilerin. Ach, ein Traum. Wir legen jetzt ab unser gutes Midoxo. So, die Box ist ja wohl, ist aber übergeil. Die beiden sind so nice hier. King und Queen. So, jetzt geben wir Lapras den EP-Teiler. Was sagt sie? Du wirst mich nicht retten können. Ich habe gerade die Tür aufgemacht und du könntest einfach gehen. Den Typen da habe ich besiegt. Ich bin mal gespannt, wie stark Giovanni ist. Wir haben es geschafft. Wir sind
mit 60 Pokémon und 5 Orden im Gepäck vor Giovanni in der Silphcrow. Das sind doch keine Verhandlungen, das sind doch Erpressungen, Giovanni. Kenn dich doch. Na komm her. Na komm doch. Ob Lapras wohl dagegen eine Chance hat? Aber wisst ihr was? Wir machen Konfusstrahl. Ach, schade. Ich dachte, komm, verletz dich selbst. Was ist das denn? Nicht vergiftet sein, nicht vergiftet sein. Gut. Yes. Lapras regelt. Das ist schon geil bei Lapras, ne? Die Werte sind schon ziemlich geil, weil es total ausgeglichen ist. Yes. Ich will nicht, dass Lapras möglicherweise mit bisschen Pech stirbt im ersten Kampf. Das hat Lapras nicht verdient. Hat einen guten Job gemacht. Ich hätte gedacht, dass Giovanni noch ein bisschen stärker ist sogar. Aber das war's tatsächlich schon. Tja, Giovanni, ich habe fertig. Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Dann gib mir doch dein Gebäude. Na komm, Meisterball ist nice. Mit dem Song da im Hintergrund wollen wir dein Gebäude gar nicht. Ist das der Opa aus dem Museum? Boah, es war hart. Es war hart. DJ Dodu. DJ Dodu, auch Legendenbruder. Dancefloor. Ich denke mal, wir gehen doch jetzt erstmal zur Arena, oder? Wollen wir direkt eine Arena machen? Habt ihr Bock auf eine Arena? Hier. Champion ins B. Komm. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Also er hat uns gesagt, wie es aussieht. Sechste Orden schon. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Nee, das hat wahrscheinlich der Typ gesagt, der Champions B so laut gebrüllt hat. Das war deine Vision, Sabrina. Mach doch nicht so auf dickes Höschen. Okay, Leute, jetzt geht's rund. Sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus, die Frau. So. Und jetzt machen wir hier Buddy Slam rein. Omod. Da könnte Flügelschlag sogar sehr effektiv sein, oder? Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Komm, wir machen erstmal Konfusstrahl. Da können wir noch mal ein bisschen Pep in den Kampf reinbringen. Bisher ist es ja ein relativer Durchmarsch. Na, okay, das könnte uns killen. Ja. Wir könnten Marcel das Ganze erledigen lassen. Unser guter alter treuer Begleiter Marcel. Boah, mit einem Flammenwurf macht das Simsalat platt hier. Ja, ich muss, was ist denn das? Sie macht richtig einen auf Winter, ne? Du willst nicht mal Arena-Leiterin sein, aber bist es. Ja, komisch. Komischer Werdegang, Sabrina. Mach hier nicht einen auf Rocco, hau nochmal ein bisschen was her. Wie geht's denn raus? Normalerweise kommt man doch bei sowas direkt raus, oder nicht? Wir bleiben drin. Mann, wie gehen wir denn wieder raus? Drecksladen. Komm, Leute. Vielleicht haben wir einen Fluchter. Bitte sag, dass das hier einsetzen kann. Ja. Es war schwerer, die Arena zu verlassen, als gegen Sabrina zu gewinnen, die Hochstaplerin. Okay, Leute, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Was machen wir denn jetzt? Geht's jetzt wirklich als nächstes zur Zinnoberinsel? Oder gibt es noch irgendeinen geheimen Ort, wo wir hin können? Irgendwas Cooles, was wir machen können? Arktos? Wo gibt's denn Arktos? Zinnoberinsel auf dem Weg dahin. Ah, okay. Seeschauminseln. Okay, super. Aber dann, pass auf, dann geht's doch jetzt ab nach Alabastia, oder? Ab nach Alabastia, würde ich sagen. Komm, wir können mal nochmal gucken, was Winter, was Winters Schwester so macht. Wie Menschen sind Pokémon Lebewesen. Wenn sie erschöpft sind, brauchen sie eine Pause. Danke, Sarah, für deine Riesenhilfe. Echt, du bist genauso clever wie Winter. Hier, was ist denn hier eigentlich für eine geile Konsole? NES! Kennt ihr noch NES? Hatte jemand von euch eine NES? Komm, wir gehen einmal noch kurz beim Eich vorbei. Ey, der Mann ist auch so geil. Der ist genau so... Diese ganze Familie von Winter. Hey, es wird immer besser. Ja, danke. Ja, weiß ich. Also mit der Familie habe ich es einfach nicht so. Es tut mir leid, Leute. Dann gehen wir jetzt... Fahren einfach mal hier lang. Das sieht hier nach Zinnoberinsel aus. Was ist das für eine Mini-Stadt? Boah, hier hat man auch direkt so Backflash-Feeling, oder? Hier, wenn man dieses Ding hier rauf und runter surfen für dieses Missing No. Das war auf jeden Fall auch wild. Ich spreche nur mal hier im Pokémon Center alle an. Ah. Sie gibt schon gute Hinweise. Die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht in dieser abgebrannten Villa? Ach, wir haben gleich zwei. Wie lange dauert das denn jetzt, bis wir das dann haben? Ah, nur kurz rausgehen, okay. Warte mal.
Wo warst du? Was ist denn er für ein Bruder? Du kannst froh sein, dass ich aktuell noch der Chef von unserer Institution bin. Wo warst du? Komm ey, wir nehmen jetzt Areoma. So, sie ist es. Ging das denn früher auch schon? Konnte man da, wo wir dann jetzt hingehen, früher auch Arktos fangen? Ich kann mich da irgendwie überhaupt nicht dran erinnern. Es ist 20 Jahre her, dass ich das gespielt habe, aber trotzdem irgendwie. Wir sind angekommen bei den guten alten Seeschauminseln. Ich frage mich, ob zum Beispiel so ein Tentoxa, ne? Hatte jemals mal irgendjemand so ein Tentoxa in seinem Endteam? Ich weiß nicht, ob jemand einen Tentarama trainiert hat. Ich glaube, das macht man einfach nicht. Golking ist auch so. Ja, Golking ist gleiche Kategorie. Die kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jemand mal im Endteam. So ein Golking. Ach, die gute alte Misty ist also auch oft da. So, jetzt ist natürlich hier die Frage, wo wir jetzt lang müssen. Wir haben es schon. Na, das geht ja doch easy. Da freue ich mich drauf. Arktos finde ich auf jeden Fall auch geil. Da müssen wir auch einen Namen überlegen. Wild. Da haben wir doch eine perfekte Voraussetzung jetzt, um das gute Arktos zu fangen. Na komm, jetzt bleibst drin. Leute, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's geschafft, Freunde. Wollen wir vielleicht Schmutzko ins Team holen und den EP-Teiler ihm geben? Als Training, als Vorbereitung schon mal für die 8. Arena? Dass Schmutzko auf jeden Fall auch da einen Part macht. Schmutzko muss auf jeden Fall mindestens ein Pokémon killen. Walk of Reunion mit Schmutzko aus der Sommer-WG? Ich würde Schmutzko, glaube ich, zurücknehmen. Das hier ist klein, dann gehen wir hier doch jetzt mal hin. Ins Pokémon-Haus. Mal sehen, ob das eine eigene Mucke hat. Irgendwo kenne ich die Mucke. Wir hatten die. Ah, Kraftwerk. Mhm. Wollen wir kurz mal ein bisschen Casino-Flashback-Mucke hören? Okay, sehr gut, Leute. Sehr gut, Leute. Ein Smogmog. Smogott finde ich richtig gut. Alter, wie nice ist denn dieses Pokémon? Dieses Casino. Ich musste mal kurz gucken, aus welcher Edition das ist. Ich glaube, das ist Rubin und Saphir. Ey. Kranker Remix aber, oder? Schmutzko geht auf jeden Fall stabil die Levels hoch. Aber wir lassen das so. Hotdog. Ja, mega kompliziert der Weg, Bruder. Du bist halt gerade ausgegangen und die Treppe hoch und seitdem findest du nicht mehr raus. Ach, so klein ist das hier gar nicht. Also so ein paar Treppchen gibt's da schon. Ich habe den Fragezeichenöffner gefunden. Und was bringt der jetzt? Kann man damit die Arena öffnen? Nein, du kannst damit Fragezeichen öffnen. Sehr gut. Fand die Arena mit den ganzen Fragen immer giga cool. Die werden da jetzt Fragen gestellt. Ich irgendwie an diese Zinnoberinsel kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Gut, wir sind in der Arena angekommen. Ja, die Frage hat es aber auch in sich. Es war knapp. Es war knapp. An sich ist natürlich die Feuerarena, wenn man Wasser-Pokémon hat. Oder Stein oder so, wirklich relativ easy. Oder wenn man Schmutzko einfach hat. Der rasiert alles. Nee, oder? Nee. Sehr gut. Die hauen hier aber auch Fragen rein. Ich habe damals gedacht, Missingo darf man nicht fangen, weil der Gameboy kaputt geht. Mal sehen, was jetzt kommt. Yo. Ach so, nein. Die Froschattacke, ey. Ach, das sind noch zwei Apparate, Entschuldigung. Die gehen nicht. Seid ihr bereit für den Arena-Kampf mit Lapras ohne Surfer? Wir starten jetzt rein. Guck mal, er ist mir direkt sympathisch auf jeden Fall. Haha! Wir haben Hyperheiler, Pyro. Feuerheiler sind von vorgestern. Da hilft ja auch eine coole Sonnenbrille nix. Okay. So, dann gehen wir doch mal rein hier. Ohne Surfer.
den holen wir jetzt bei Galoppa rein. Capitabra. Oh, oh, oh. Capitabra kann nix ab. Arcani könnte auf jeden Fall gar nicht so einfach sein, ohne jetzt Wasser. Volltreffer. Capitabra, er ist es einfach, er ist es, Leute. Wir haben Pyro platt gemacht. Wir haben ihn platt gemacht. Du hast den Vulkanorden verdient. 4700 Mühlen haut er uns auch nochmal her. Und Schmutzko entwickelt sich, Leute. Leute, was für eine Legende. Schmutzko ist zu einer Steckdose geworden. Auch am Ende, haha. Ja, das war doch mal sehr erfolgreich, würde ich sagen. Wer ist denn er? Ach, du Scheiße. Kämpfst du jetzt direkt gegen mich? Das wäre frech. Ach, ich dachte, das ist Gary, Alter. Also Winter. Das ist nur Bill. Ja, komm. Klar gehen wir mit. Ja. Alter, was hat er? Aber Bill ist auch so einer so mit Vitamin B, ne? Der kommt hier direkt, weißt du, so kommt mit seiner Yacht. Ah, da ist ja schon mein Freund. Yo, aber auch ein kleiner Prahler. Aber ist ein wichtiger Mann, der Bill. Da ist die Mucke sogar ein bisschen anders. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich habe, wie gesagt, diese Islands. Das kennt man ja nicht als normaler Rot- und Blauspieler. Und jetzt werden wir auch noch rausgeschickt, weil jetzt die Erwachsenen reden, ne? Mitgenommen werden, dann hört man sich das an. Ja, und dann noch ein Gefallen. Ach, das ist ja interessant, dass die Nachbarinsel Island 2 heißt. Da gehen wir hin. Richte dem Typ meinen Gruß aus. Oh, was? Auf Level 40 kommen einem da schon Pokémon entgegen? Komm, wir nehmen jetzt auch. Garfield. Ist Garfield. Ja, Austausch hat einen krassen Panzer, das ist klar. So, Glutterne. Geil. Das erste Mal, dass man in so eine Höhle geht und da so eine Musik kommt, oder? Wir gehen jetzt zu Lavados. Ey, wie wir Schmutzko einfach schon auf Level 35 hochgepowert haben. Da komme ich her. Mal sehen. Wann erscheint Lavados? Erstmal nochmal speichern. Ey, es ist ja wirklich schon da. Wir sind ja echt schon angekommen beim Garados. Jetzt geht's darum, wie lange wir brauchen, dieses Lavados zu getten. Scheiße. Lavados hat uns attackiert. Das hat wahrscheinlich am Ende richtig geknallt. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert noch. Oh Gott, ist das knapp gewesen. Ach du Scheiße. Wollen wir es Garados nennen, wenn wir es fangen? Meinst du, ermüden? Oh, komm. Yes! Da ist es. Da ist es. Komm, wir nennen das jetzt einfach Phoenix. Jetzt geht es im Prinzip darum, mal zu Island 2 zu fahren. Und dann gucken wir mal, was es hier mit diesen Islands überhaupt so auf sich hat. Leute, ne, das ist eine Spielhalle. Ach nee, man kann nur mit einem Freund da rein. Oh nee, wir bräuchten Link-Kabel. Wieso ruft sie denn die Polizei? Was ist denn mit dir los, Margret? Hey Lady, hast du mal einen Poké-Dollar? Was für ein Assi, hau ab. Lass sie in Ruhe, Mann. Man kann nichts machen. Ist doch frech, man kann nichts machen hier. Einfach nur, sie hat sogar vor mir Angst. Das ist das arme Mädel und er biket da drumrum. Pisser. Da kann ich dir das Maul aufreißen dafür. Wir sind der Motorradclub aus Kanto. Töff. Fahr mal zum TÜV mit deiner Schrottkiste. Mein Motorrad hat einen kleinen Motor, daher muss ich die Geräusche selbst machen. Ja, das sieht so aus. Ronny. Was wollt ihr, hä? Was wollt ihr? Ich habe keine Angst vor euch. Diese Rocker überall, ob Deutschrap oder Pokémon. Ich finde das einfach unfair. Also wenn die hier Frauen irgendwie hier belagern und so, das kann ich ja gar nicht ab. Macht euch mal schön zurück nach Kanto. Da finde ich euch auch noch. Ist immer so geil. Woher weiß er jetzt, dass ich Irma suche? Habe ich mir das auf die Stirn tätowiert? Och, guck mal, sie lebt einfach in dem Haus hier. Geht heute mal angeln. Nö, da, Pokémon gibt es auf jeden Fall viel Freizeit. Broken Hand, ey. Alter, was ist
das denn? Was ist denn das? Da sind ja die Entwickler richtig durchgedreht. Hier sind sie aber richtig durchgedreht. Ach, das ist Irma, oder? Natürlich. Irma steht im letzten Gestrüpp, aber ganz hinten. Was machst du denn hier, Irma? Warum so weit? Irma ist so verängstigt. Dann bringst du sie nach Hause. Also jetzt muss ich auch für eine Form entscheiden. Dafür geben wir dir Freispiele. Komm, schenk uns einen Automaten, bitte. Ja, aber haben wir jetzt nicht die Islands alle erledigt? Die beiden stehen ja auch schon wirklich wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Ja, hier bin ich doch. Ich hab mir die schon alleine angeguckt, Bill. Bill ist aber auch richtiger Player, ne? Hier jetzt wieder auf der Yacht zurück. Schmeißt uns wieder auf der Zinnoberinsel raus. Hat wieder einen Termin, wahrscheinlich auf Island 9. Wir haben jetzt eigentlich alles erledigt. Wir sind überall gewesen. Das heißt wirklich, die nächste Station wäre Arena 8, wenn ich mich da nicht irre. Nein, wir bleiben jetzt bei 777. Das ist einfach nur 777, Leute, das ist es. Ja, so, was sagt ihr? Wollen wir in die Arena? Ich wüsste auch nicht, also ich wüsste nicht, wo wir hin sollen. Wir können ja nicht mehr in die Safari-Zone, weil, naja, da haben wir ja alles gefangen. So, Schmutzko wird auf jeden Fall aber mal richtig, wurde richtig geupdatet. Gut, das heißt aber, das erste Pokémon aus dem Team ist ein Rihorn Level 45. Kann Schmutzko das schaffen? Erstmal gibt es ja eh die Vorbereitungskämpfe. Okay, so, erstmal den Typi am Anfang. Champion ins B. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters. Ja, wie ist der denn? Ist er? Hast du den noch nie gesehen? Wie bist du denn angestellt worden? Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen Schmutzko schauen, was Schmutzko bisher so drauf hat. Ob er noch irgendwie ein Upgrade braucht. Dann holt er sich ja, wenn dann hier auch. Was ist das für Moves? Habt ihr die Bewegung gesehen? Heftig. Lapras ist aber auch zu krass. Schmutzko schon Level 40. Es wäre doch geil, wenn ich die IP Tyler IP rausbringen würde, oder? Oder einfach Tyler IP. Seid ihr ready für Giovanni? Ich glaube, Schmutzko ist ready. Wir haben original wirklich die Hälfte aller Pokémon schon gefangen, ne? Das finde ich echt nicht verkehrt. Okay. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Oh, das ist auch gut versteckt, diese Villa. Gut, komm. Was machen wir denn jetzt hier? Kreuzhieb oder Fußkick? Okay, es ist etwas mehr Fußkick. Wir fangen erstmal mit dem Fußkick an. Boom, Junge! Alter Schmutzko! Geisteskrank. Surfer erstmal. Okay, stabil, stabil. Mit dem Fuß. Selbst Schmutzko sagt's. Okay, komm. Komm, Fußkick. Aber stark getroffen. Direkt mit dem Fuß nochmal, oder? Ach, komm. Aber meistens, also Schmutzko ist ziemlich flinker Bursche. Der könnte zweimal hintereinander dran sein, wie man ihn kennt. Noch einen? Komm, wir gehen nochmal hinterher. Wir gehen nochmal hinterher. Er macht noch einen. Er macht noch einen. Schmutzko, Junge! Schmutzko ist das Pokémon des Abends. Wollen wir es mal probieren? Oh shit, oh shit, oh shit. So stark ist es gar nicht. Wollen wir Kreuzhieb oder Fußkick, Leute? Ach, das ist nicht effektiv. Komm, wir machen einen trotzdem aus Prinzip. Das ist jetzt Risiko. Es ist klar, entweder Schmutzko wird gekillt oder das reicht. Kreuzhieb oder Fußkick? Komm, wir kreuzen. Schmutzko, der Boss, Alter. Was ist los mit dir, Junge? Wir haben an dich geglaubt. Ich war richtig aufgeregt, ne? Wir hätten jetzt auch richtig auf die Fresse fallen können. Also, ich war richtig aufgeregt, als ich gerade auf der Couch stand. Da hätte ich nämlich richtig auf die Fresse fallen können. Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nein, Schmutzko hat gewonnen, Junge. Schmutzko hat mir eine Nachricht geschickt. Da hast du es, Junge. Auf die Bank wolltest du mich setzen. GG's an Gio. Wir haben dich zurückgeholt. Wir haben dich aus der Versenkung geholt, Schmutzko. Ja, Leute, wollen wir es direkt probieren, gegen Winter zu kämpfen? Ich glaube, der kommt uns hier jetzt irgendwo entgegen, oder? Da ist er. Okay, Leute, ich könnte mir vorstellen, dass der gar nicht so easy ist. Er ist so ein hochnäsiger Wicht. Aber sechs Pokémon, was für ein Level haben die jetzt?
Ist aber echt stabil, ne? Ist wirklich stabil, der Junge. Was ist denn das für eine Attacke? Drohnenreigen. Das habe ich noch nie gelesen. Habe ich schon wieder was Falsches ausgesprochen. Hier. Kick mit dem Fuß. Ihr wisst es. Uff. Gegen Giovanni hat es aber direkt geklappt, ne? Ja, geht auch so. Ey, Schmutzko ist unverzichtbar. Heilige Scheiße. Das war mal geschickt, oder? Alter, Turtok Level 53. Geht aber echt stabil ab, der Junge. Das ist eigentlich schon ganz geil, dass wir wirklich 6 Pokémon beziehungsweise eigentlich 8 oder 9 so trainiert haben. Weil die sind nicht so krass gelevelt. Ich glaube, die Pokémon-Liga wird gar nicht so einfach. Winter, jedes Mal, ne? Das war ein gutes Aufwärmtraining. Du hast verloren. Battle Rap und Pokémon, die Nische ist doch mal top. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht ein geheimes... geheimen Wohnwagen. Wir können übrigens jetzt auch in der Siegesstraße noch ein bisschen was fangen. Das hat mich überzeugt. Was ist das denn für ein Fake hier? Oh. Rein da. Oh Gott. Kann einer vielleicht von euch mal ganz kurz schauen, was hier so alles ist, dass wir schauen, ob wir nach was Besonderem Ausschau halten. Oh, das war natürlich auch richtig clever angeschoben. Oh Gott, war das mal wieder intelligent. Oh Gott, ey. Helmut finde ich eigentlich schon ziemlich super. Muss ich den Stein da hinschieben und dann passiert was oder was? Ah ja, ich verstehe schon das erste Rätsel nicht, ne? Come on. War wohl nix, finde ich auf jeden Fall gut. War wohl nix, ist super. Alter, die Trainer sind hier aber auch alle ganz schön anstrengend, ne? Also die haben ganz schön viele Pokémon. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen mit der Speedrun-Taste harmonieren. Die erste Etage haben wir schon mal. Alle reden von einem Wunderkind, ja. Wie schnell hat sich das denn zu dir da rumgesprochen? Was haben wir hier noch? Will ich nur noch mal gucken, was es hier noch gibt. Ach du Scheiße. Oh nö, Alter. Och Gott, um Gottes Willen. Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab doch den Stein da weggeschoben. Was für ein Kack. Boah, hier ist jetzt schon so Endstimmung, ne? So, passt auf. Wir sind ja Gott sei Dank rich. Beleber, wie viel brauchen wir wohl? Rechne mal. Nach einem Kampf haben wir 5 tote Pokémon. Ja, wir brauchen so um die 30 Beleber, würde ich mal schätzen. Einfach sicher ist sicher, Style. Bisschen viele Beleber geholt. Wir hätten ein paar mehr Top-Genesungen kaufen können. Egal. Ja, wir wollen 21. Das hat die noch nie gehört. Das oder hat er noch nie gehört da? 21. Das macht 63.000. Hier. Waren gerade im Casino. Liebe Grüße an Giovanni. Erstmal ist die Frage, was wäre denn ein Endteam? Wir gehen jetzt einmal hier durch, was wir an Pokémon haben, die theoretisch dabei sein könnten in der Liga. Also bis auf Aeroma. Pass auf, wir haben Schmitz. Schmitz, Alter, wer ist denn Schmitz? Dann haben wir Marcel, ja, unseren Top-Subber. Subber-Verschenker. Dann haben wir hier EP-Teiler-mäßig eigentlich nur zum Füttern, gerade Aeroma. Da haben wir wohl noch stärkere Kandidaten auf der Bank. Wir haben Capitabra. Ja, Capitabra auf jeden Fall so unser, würde ich mal sagen, stärkster Freund. Dann haben wir Lapras 91, noch nicht im Chat, kommt meistens erst so um 1 Uhr nachts dazu. Dann haben wir Oggi, aka X-Bud, also da geht auf jeden Fall was. Pass auf, wir haben noch Rick Ross. Rick Ross ist natürlich ein Endteam-Kandidat. Wir können mal gucken, wer über Endteam. Leute, wir sind bereit für die Liga, oder? Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Seid ihr bereit für die Pokémon-Liga? Es hat nur 1,5 Stunden gedauert. Na komm, ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt muss ich sagen.
Okay, Leute. Wir haben extra nicht nochmal trainiert, ich will's nur sagen. Wir wollen es spannend haben. Komm, Schmutzko, komm, Junge! So, guter Mann, guter Mann. Komm, Junge, zeig, was in dir steckt. Oh, das ist nicht so stark. Ach, Mann, das wird nicht reichen. Volltreffer, komm, Volltreffer. Riskieren. Ach, oder macht der... Warte. Hä? Wie ist das denn jetzt eingepennt? Ach, wegen Amnesie. Ah, ja, Gena. Entschuldigung. Ach, Lamus ist ja Psycho, ne? Aua. Das war dumm. Spukball wäre sehr effektiv die ganze Zeit schon gewesen. Mist. Rosana kann man Marcel nehmen? Was macht Todeskuss noch? Oh Gott, ey, wann? Wieso schlafen die denn hier alle? Boah, Rosana ist aber auch ganz schön hart, ne? Oh, hat er sich jetzt verliebt schon direkt? Boah, Junge. So eine hübsche. Komm, ey. Ja, dann gib mir halt noch einen Todeskuss. Komm, jetzt sei doch nicht nochmal verliebt. Dankeschön. Heieiei. Komm, Junge. Jawoll! Okay. Komm, rein da. Jo. Hoffentlich macht er keinen Dings. Hoffentlich macht er keinen Trank. Dann hätten wir es jetzt. Dann hätten wir es. Komm. Yes! Schritt 1 ist geschafft. Ja, wer ist denn als nächstes dran? Wir müssen aber eh erstmal heilen. Ja, im Prinzip brauchen wir für die Liga ja fast nur Schmutzko. Oh, was geht denn jetzt los? Sind wir wieder im Silfco-Gebäude oder was? Leute, Prost! Komm, Fußkick. Komm! Haus um, Junge! Ja, das hat Onyx nicht schlecht gemacht, muss man schon sagen. Aber Bruno. Aber Schmutzko ist einfach zu krass. Mann, ist das langsam jetzt. Scheiße. Schade. Schmutzko, guter Junge. Du hast gut gekämpft. Das war's mit dir, Onyx. Tschüss. Felsgrab wäre sogar sehr effektiv gegen Durak, oder? Das ist gefährlich. Hoffentlich killt das. Wenn der Felsgrab macht, ist... Oh, was für ein Lack. Marcel, Junge! Ich kann mir vorstellen, dass wir mit Fliegen Macho Mai nicht mal die Hälfte abziehen. Bestimmt wird er das jetzt heilen. Bitte Volltreffer. Volltreffer wäre geil. Guck. Ah, jetzt kommt natürlich Felsgrab. Wenn er noch heilen sollte, nehme ich lieber Psychokinese. Okay. Unser Joker. War okay. Hätten aber nicht so viele Pokémon verlieren müssen. Alter, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier aus diesem Raum raus. Die Mucke ist ja echt schrecklich bei Bruno. Ich glaube, die könnte ein bisschen kerniger werden. Mal sehen. Agathe ist bestimmt sehr erfahren. Ist eine starke Mutti. Mal sehen, was das so macht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, scheiße, Fluch. Soll ich Oggi auswechseln? Wenn ich Oggi jetzt auswechsle, ist dann der Fluch weg? Level 58. Scheiße, das ist sehr effektiv. Das wird lustig jetzt. Boah, ist das Gengar krank. Okay, das könnte reichen. Nein, jetzt kommt diese Kackbeere. Ah, Biss. Ja, sorry, Leute. Aber war trotzdem nicht verkehrt. Wenn er sich jetzt selber trifft, wäre natürlich genial. Das gibt's nicht! Oh, haha! Naja, da haben wir halt die richtige Beere. Habe ich ihm die richtige Beere gegeben? Leute, das ist Talent. Es ist halt angeboren. Ausgerechnet, er hat die Beere gehabt. Ne? Och, nee, ey. Ich dachte, Biss wäre vielleicht jetzt ein bisschen schneller. Das gibt's doch nicht! Jetzt nur kein Volltreffer, jetzt nur kein Volltreffer. Okay, alles gut. Okay. Oh,
Überreste ist ja wirklich super, ey. Komm, triff einfach, triff. Komm, nicht so viel nachdenken, nicht so viel nachdenken. Boom, Junge. Surfer müsste reichen. Ja. Wir haben die schlimmen Viecher, haben wir jetzt geschafft. Arbok wird nicht unser Verhängnis werden, da bin ich mir ganz sicher. Ja, oder so. Bärengame ist auf jeden Fall eröffnet. Siegfried wird jetzt hart. Wir sind bis hierhin eigentlich, finde ich, ganz gut durchmarschiert. Das wird jetzt eine andere Nummer. Alter, was ist hier für ein Special Way? Das ist der erste Run, ja. Alter, ja, da war auch eine stylische Super Saiyajin-Frisur. Ich habe bereits von dir gehört, Sommer. Ja, klar. Er hat nicht von Sommer gehört. Okay, Leute. Das ist in Ordnung ausgegangen. Mann! Wieso ist das denn sehr effektiv? Vielleicht killt's ja das damit, weil es doppelt effektiv ist. Aber Aerodactyl ist nicht zu ver... Oh, nee. Oh, sehr gut. Sehr gut, Leute. Wie komisch, dass es nicht auf der 7 stehen geblieben ist. So, haben wir kommen sehen. Komm, Junge. Komm. Sehr gut, sehr gut. Geht sogar. Geht klar. Okay, jetzt wird das allmählich spannend hier. Er hat nur einen Dragoran. Das schaffen wir, Leute, wir schaffen das. Ich würde sagen, wir behalten Marcel drin und gehen gegen Dragoran, oder? Jawohl, Junge, Marcel ist so krass, Alter. Aber Dragoran ist schon heftig. Oh, shit. Ja, und er hat noch einen Trank, ja. Aber jetzt muss er sich ja aufladen. Komm, Junge. Ich glaube, das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Was für X-Spezial! Leute, darauf erstmal in die Spielo. Es ist kaum zu glauben, sagt sogar er. Sagt sogar er. Ja, Winter, natürlich wieder Winter. Jetzt geht's um die Wurst, Alter. Gott, Sandwirbel, so ein Dreck, das ist natürlich richtig scheiße. Mein einer geht noch, aber trotzdem ist das nicht so geil. Jetzt geht's rund. Surfer kann eigentlich nicht verfehlen, oder? Und Surfer ist wahrscheinlich eine spezielle Attacke, deswegen ist das noch sinnvoller gegen Rizeros, als wenn wir jetzt Schmutzko reinholen. Weil Rizeros wird eine gute Verteidigung haben. Komm, wir machen einen Flammenwurf. Sicherer. Ja, hätte die Lohe getroffen, wäre es wahrscheinlich sogar weg, aber... Ach, ja, guck mal, trifft ja nicht mal. Was ist das? Komm, Volltreffer jetzt. Volltreffer. Jo, und brennt sogar. Boom, Junge! Eierbombe, was ist denn Eierbombe, Alter? Okay, Leute, Marcel hat einen guten Job gemacht. Ich weiß, ihr glaubt nur daran, dass ich 7 holen kann. Aber manchmal in meinem Leben, manchmal, selten, mache ich was Vernünftiges. Ich glaube nicht, dass Spukball reichen wird gegen einen Simsala auf Level 57. Komm, wir gehen drauf. Oh, Seher, was für ein Glück. Dann wechseln wir gleich einen rein, der den Seher abkriegt. Komm, 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 komm. Mal sehen, wie viel das abzieht. Ja, er macht nochmal Seher. Oh Mann, die KI ist aber auch fix am Stüssel. So, jetzt bringen wir hier irgendwen rein. Ah, Simsala. Ist halt kein Capitan Bra. Bei Rick Ross könnte das einfach mal abfangen. Diesen Seher. Rick Ross, der Arme, ne? So ein richtiges Opfer. Eigentlich eins meiner Lieblinge. Okay, jetzt kam der Seher an. Killt der Rick Ross überhaupt? Ja, okay. Aber war's doch gut. Haben wir doch alles richtig gemacht. Müsste reichen. Scheiße, ist das sehr effektiv? Nee. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, nee. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Unkreativ, kreativ. Haut 10 Subs raus. Ich habe gerade gar nicht geguckt. Okay, okay, warte. Ich muss das ganz kurz... Ich muss das vorlesen. Wir lassen das hier laufen. Das ist eh epische Feine. Und wir haben es geschafft. 10er
Sub-Bombe. Vielen, vielen Dank, Bruder. Was für eine Ehrenaktion. Ach, das war's schon. Ich dachte, das war gar nicht der letzte von ihm. Wir haben es geschafft. Im First Try. Oh, Freunde. Wir haben es geschafft. Der Winter ist vorbei, der Sommer kann kommen. Zwar müssen wir natürlich die Liste anpassen. Liga, Champion. Aber es passt genau. Es passt ganz genau. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Pokémon-Spiel das auslöst, was es ausgelöst hat. Es hat so Spaß gemacht. Jetzt mal wirklich, was wir hier für geile Wochen jetzt mit dem Gameplay von Pokémon Rot hatten. Und es gibt so viele Pokémon-Editionen. Das ist einfach nicht zu fassen. Danke für den Support, wirklich. Ich küsse eure Herzen an alle. Leute, jetzt muss das Endteam gefeiert werden. Mit Champions League Hymne rein und mit We Are The Champions raus. Started from the bottom, now we're here. Krank.